Breaking News, Leute. Das, was so viele Leute befürchtet haben, ist jetzt tatsächlich wahr. BlackRock betrügt mit ihren Bitcoin-Beständen. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Noch nicht von offizieller Seite bestätigt, aber es spricht sehr viel dafür, dass zwischen BlackRock und Coinbase so einiges schief geht. Das Ganze hat FTX-Vibes. BlackRock besitzt scheinbar 277.000 Bitcoin. Was, wenn das Ganze gar nicht stimmt? Wir sehen, dass BlackRock Off-Chain-Transaktionen innerhalb von Coinbase durchführen kann, sodass sie in diesem Moment nicht unbedingt nachweisen müssen, dass ihre ETFs 1:1 durch Bitcoin gedeckt sind. Tatsächlich haben sie eine Abwicklungsfrist von 2 bis 30 Tagen und diese Abwicklung findet in Cash statt, also nicht in Bitcoin, in Spot-Bitcoin. Es wird jetzt deutlich, dass BlackRock Gelder ihre ETFs innerhalb des Verwahrungsriesens Coinbase bewegen kann. Das Ganze kann dazu benutzt werden, um den Bitcoin-Preis zu drücken, um von Auf- und Abschwüngen zu profitieren und natürlich ganz klar Preismanipulation zu betreiben. Es sieht tatsächlich jetzt so aus, wie wenn BlackRock keine Bitcoin kauft, um sie langfristig zu halten, sondern BlackRock versucht hier möglichst viel Geld zu machen, egal ob mit Auf- oder mit Abschwüngen. Tyler Durden, der das Ganze in X aufgedeckt hat und dessen Tweet auch schon richtig viral geht mit mehr als 1 Million Views, schreibt hier Folgendes. BlackRock kann so viel Bitcoin, wie sie wollen, von Coinbase nehmen und die Transaktion wird off-chain vermerkt. Also nicht auf der Blockchain, sondern off-chain, außerhalb von einem überwachbaren Rahmen. Und dann schreibt er noch weiter, bitte Coinbase, bitte BlackRock, zeigt mir eure Bitcoin-Bestände. Sehen wir hier wirklich den nächsten großen Betrugsfall von Paper Bitcoin, so wie wir es bei FTX gesehen haben, dass Bitcoin verkauft werden, die es gar nicht tatsächlich gibt, dass mehr Bitcoin ausgegeben werden, wie es tatsächlich gibt. Genau das, was eigentlich Bitcoin verhindern will, dass der Bitcoin-Bestand nicht ausgeweitet werden kann. Genau das passiert jetzt hier mit BlackRock, dass hier tatsächlich nicht echte Bitcoin gehandelt werden, sondern einfach Paper-Bitcoin, Papier-Bitcoin, die nicht tatsächlich gedeckt sind. Der einzige ETF-Anbieter, der tatsächlich Proof of Reserves hat, also seine Adressen veröffentlicht hat, das ist Bitwise. Alle anderen ETF-Anbieter haben keine Proof of Reserves, was natürlich auch verständlich ist, da es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Und warum soll ich mir extra Aufwand machen, wenn ich natürlich hier auch quasi klammheimlich Paper Bitcoin kreieren kann? Tyler Durden geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass Larry Fink und BlackRock Betrüger sind. Er sagt auch, dass Brian Armstrong, der Geschäftsführer von Coinbase, ein Betrüger ist und man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss, was hier momentan passiert. Wenn Coinbase wirklich hops gehen sollte, genauso wie FTX, hätte das natürlich fatale Auswirkungen auf Bitcoin. Wir sehen hier, dass in den letzten 24 Stunden 16.000 Bitcoin von Coinbase abgezogen wurden. Könnte hier etwas richtig Krasses im Gange sein? Das ist hier kein Kinderspiel, wenn hier bei den BlackRock ETFs oder bei Coinbase irgendwas schief geht und hier wirklich rauskommt, dass hier wirklich Paper-Bitcoin kreiert werden, dass hier Preise manipuliert werden, dann ist das natürlich auch eine Riesengefahr für den Bitcoin-Preis. Man muss bei dem Ganzen etwas aufpassen, es ist hier noch nichts offiziell bestätigt, das sind momentan Vorwürfe, es liegt auf der Hand, dass genau das passiert, aber es gibt noch keine offiziellen Bestätigungen. BlackRock kann hier von Coinbase Bitcoin ausleihen, um den Markt zu shorten und sie müssen hier keine 1:1 Nachweise bringen. Wie gesagt, die ETFs werden alle 2 bis 30 Tage gesettelt. Das Ganze findet aber nicht mit Spot-Bitcoin statt, sondern mit Cash, also mit Bargeld oder Überweisung. Das nennt man auch ein In-Cash-Modell. Und das andere wäre ein In-Kind-Modell, wo wirklich die Bitcoin-ETFs auch mit tatsächlichen Bitcoins gesettelt werden. Da gab es auch schon bei der ETF-Genehmigung sehr viel hin und her. Machen wir jetzt In-Kind-ETFs oder machen wir In-Cash-ETFs? Die SEC wollte aber ganz klar das In-Cash-Modell, weil sie hier etwas mehr Kontrollfähigkeiten haben und die Geldflüsse besser kontrollieren können. Das könnte jetzt aber quasi der SEC auch um die Ohren fliegen, weil wir hier tatsächlich sehen, dass es jetzt so mit Coinbase und BlackRock Möglichkeiten gibt, hier ohne dass hier irgendwelche offiziellen Behörden das merken, hier Gelder hin und her zu schieben. Spannend ist zum Beispiel bei den Hongkong-ETFs, die jetzt genehmigt wurden, haben wir kein In-Cash-Modell, sondern hier haben wir tatsächlich In-Kind-ETFs. Natürlich haben die nicht so ein großes Volumen wie die ETFs in den USA, aber hier ist tatsächlich das Modell etwas anders. Hier haben wir In-Kind-ETFs. Well, there's a little known fact. How many people here have ever owned gold?
Quite a few of you. And have you ever stored it with a gold custodian? Anybody? Few. So if you stored it with a gold custodian, by and large, you probably paid a good amount of fees to store that gold. This guy's probably had some gold. Notice that no one's really charging you to store your Bitcoin on an exchange. Put it on there and you're like, well, great. But it costs money to store money. Storing money is not free. You gotta pay for the security and all the people involved, all the audits. So why is it free to store on so many different exchanges? Just like storing money in a bank account where it's free, where they actually give you money, they have to use that money. They use that money to make money. One of the best ways that banks use your money is to lend it out. That makes sense. People borrow it, they buy homes, buy cars. In the crypto world, if they lend it out, who in the world wants to borrow the crypto? It's so dangerous. You wanna borrow Bitcoin, borrow one Bitcoin, I gotta pay it back. And if I pay it back, that Bitcoin is very likely to be a higher value, which makes it very costly to pay back that loan. So one of the things they do is loan it out to people that simply dump it, which is a short seller. So if you want price to go up, but you're leaving a custodial exchange, there's a high likelihood of you lending it. You're effectively lending your crypto to someone who wants to drive the price down. Das ist eine sehr spannende Aussage. Hier wurde nämlich schon vor mehreren Jahren darüber geredet, wie Exchanges, also Kryptobörsen, Geld verdienen, weil sie verlangen natürlich teilweise keine Verwahrungsgebühren oder sowas. Das heißt, die benutzen deine Bitcoin, arbeiten damit teilweise, verleihen die Bitcoin wieder. Damit kann man natürlich wieder Short-Positionen und so weiter aufbauen. Was ich hier sagen will, ich will hier nicht sagen, dass hier jede Börse böse ist oder schlecht. Ganz im Gegenteil, ich will einfach hier nur Awareness kreieren, dass das tatsächlich eine gängige Methode ist und in der Vergangenheit auch schon passiert ist, dass einfach deine Bitcoin benutzt werden, um sie zu verleihen, um damit short zu gehen und so weiter und so fort. Und was Ähnliches sehen wir natürlich jetzt hier auch zwischen Coinbase und BlackRock. Das Ganze wirft natürlich jetzt Riesenfragen auf. Sind die ganzen Bitcoin-Bestände von den Bitcoin-ETFs tatsächlich durch echte Bitcoin gedeckt? Bei Bitwise wissen wir das, da können wir es nachvollziehen. Bei allen anderen Bitcoin-ETF-Anbietern stehen jetzt sehr, sehr viele Fragezeichen im Raum. Tyler Durden weist ja auch noch darauf hin, dass alle OTC-Deals nicht im Orderbuch oder im Volumen auftauchen. Dann bleibt natürlich auch die große Frage, wer hat überhaupt den Bitcoin-Preis beim letzten All-Time-High nach oben getrieben? Wenn wir hier OTC-Deals sehen, die gar nicht wirklich offiziell an den Börsen stattfinden, was hat dann wirklich für den Preisanstieg beim letzten Top geführt? Weil hier müsst ihr nochmal verstehen, dass der Bitcoin-Preis wirklich an den Börsen bestimmt wird. Nur die Bitcoin, die an den Börsen gehandelt werden, die bestimmen den Preis. Wenn natürlich hier OTC irgendwas gemacht wird, irgendwelche Bitcoin verliehen werden, irgendwas hintenrum, Off-Chain-Transaktionen, die nicht offiziell gesettelt sind und so weiter, das beeinflusst alles den Bitcoin-Preis nicht. Natürlich hat es irgendwie auch noch Seiteneffekte auf den Bitcoin-Preis und langfristig hat es natürlich auch eine Auswirkung auf den Bitcoin-Preis. Aber erstmal direkt hat es keine wirkliche Einwirkung auf den Bitcoin-Preis. Und jetzt ist natürlich wirklich die große Frage, was hat hier den Bitcoin-Preis überhaupt nach oben getrieben? Tyler fragt ja auch noch die Frage, alles wird bei Coinbase mit Cash gesettelt. Warum also überhaupt Spot-ETFs kaufen? Ist natürlich auch eine gerechtfertigte Frage. Natürlich ist es ja auch wieder etwas übertrieben formuliert und so. Hier gibt es natürlich schon Regularien, dass das gesettelt werden muss und so weiter. Aber innerhalb von der Settlement-Frist kann natürlich auch viel schief gehen, wenn man dann das halt nur alle 30 Tage settelt. Innerhalb von dem Zeitraum kann man natürlich auch viel hin und her rummurksen und rumtricksen. Die Vermutung, die natürlich jetzt viele Experten haben, warum BlackRock sowas machen könnte, ist, um ihre Kunden nicht in ein Asset reinlaufen zu lassen, das 80-90% Drawbacks hat. Und wenn man natürlich hier irgendwie geschickt den Preis manipulieren kann, dann kann man vielleicht auch die Dinge so hindrehen, dass es halt quasi nicht mehr so krasse Drawbacks gibt. Das ist eine Theorie, die hinter der Manipulation steckt. Well, behaviors are going to have to change. And this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors. And at BlackRock, we are forcing behaviors. Larry Fink sagt ja auch, dass sie mit BlackRock das Verhalten der Leute steuern müssen, weil sie natürlich ein großer Vermögensverwalter sind. Das heißt, die wissen natürlich schon, dass die sehr, sehr mächtige Player sind und den Markt bewegen können. BlackRock besitzt mit Aladdin den größten Trading-Algorithmus der Welt. BlackRock spielt nicht nach den Regeln, sondern BlackRock bestimmt die Regeln. Und das können wir jetzt tatsächlich sehen, dass hier es potenziell Markteingriffe von BlackRock gibt und natürlich BlackRock keinen Bock hat hier auf ein freies, unabhängiges Asset, sondern natürlich BlackRock hier versucht, mit allen möglichen Tricks und Möglichkeiten, die es gibt, irgendwie das Asset unter Kontrolle zu bekommen und natürlich auch tendenziell hier Manipulationsversuche durchzuführen. Wir haben bei FTX schon gesehen, was passiert, wenn Paper Bitcoin kreiert wird. Wir hoffen mal nicht, dass hier jetzt Paper Bitcoin 2.0 zuschlägt und wir nochmal was Ähnliches wie bei FTX sehen. Das Ganze ist auf jeden Fall gefährlich für Bitcoin. Das Ganze ist aber auch von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Das Ganze sind momentan Vorwürfe, es sind Hinweise, es gibt sehr viele Tendenzen, die dazu hindeuten, dass das tatsächlich hier kein Fake ist, sondern dass es tatsächlich so ist, dass BlackRock
aktiv den Bitcoin-Preis manipuliert. Und deshalb ist es natürlich auch umso wichtiger, eure Bitcoin von den Exchanges, von den Börsen abzuziehen, vielleicht keine Spot-ETFs zu kaufen, sondern Bitcoin direkt zu kaufen, das auf eure Hardware-Wallet zu packen. Ich mache auch unten nochmal einen Link rein von der Bitbox, die meiner Meinung nach beste Hardware-Wallet, die es gibt, mit der höchsten Sicherheit, die man sich nur vorstellen kann. Da können keine Paper-Bitcoin kreiert werden auf der Bitbox. Wenn du deine Bitcoin auf einer Hardware-Wallet hast, dann weißt du, dass du einen Bitcoin von 21 Millionen hast und da kann nichts irgendwie verwässert werden oder sowas. Das kann natürlich nur bei irgendwelchen ETF-Konstrukten oder auf Exchanges passieren. Wenn uns hier der BlackRock-ETF oder Coinbase um die Ohren fliegt, dann haben wir wirklich ein Riesendesaster. Ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt, weil das würde wirklich bedeuten, dass vielleicht wirklich dieser Bullenmarkt ausfällt. Schreibt mir jetzt aber gerne in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Sind das gerechtfertigte Vorwürfe? Könnt ihr hier mitgehen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out.